Hallo und herzlich willkommen bei Die Sims 4, mein Let's Play. Wir waren letztens dabei, mit Jasper den Nachtclub unsicher zu machen. Es ist zwar erst kurz vor 20 Uhr, aber ich bin mir sicher, dass Jasper trotzdem Spaß hat. Er muss ja auch morgen um 12 Uhr arbeiten, da kann er eh lang unterwegs sein. Aber ja, wir haben Sandy, Candy, bin mir gerade nicht sicher, aber ich nenne sie einfach einmal Candy. Ich glaube, sie heißt Candy. Candy und ihn hier kennengelernt. Und nein, wir bitten ihn nicht. Oh, warum ist denn die Musik aus? Ja, von unserem Stiefvater halten wir uns vorerst mal fern. Pop. Von unserem Stiefvater halten wir uns vorerst mal fern. Ich glaube, ihm hat... Oh, ja, geh aufs Töpfchen. Vielleicht läuft er gerade auch deswegen davon, dass Leonardo nicht zu sehr auf ihn aufmerksam wird. Könnte ich total verstehen. Tut mir leid. Ja, ich könnte mir total gut vorstellen. Ja. Dass man nicht gern seinen Stiefvater trifft. Und so. Ja. In einem Club ist meistens laute Musik. Ja. Ja, dazu kann man schon eher tanzen. Da. Oh, und Jade Rosa. Oh, sie heißt Jade Rosa und er heißt Leonardo D. Rosa. Ja, weiß nicht, ob die verwandt sind. Soweit ich weiß, hat unser Stiefpapa... Okay, jetzt wird es mir irgendwie doch ein bisschen zu laut, also zumindest so in meinen Ohren. Ja. Vielleicht hat unser Stiefpapa ja noch weitere Verwandtschaft. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einen Bruder hat. Aber mehr eigentlich auch nicht. Wir könnten uns eh mal den Stammbaum kurz anschauen. Warte mal, wo war denn der Stammbaum? Nein. Ah ja, hier. Ja, George ist eben verstorben. Kendra Josette heißt mittlerweile schon Josette Rosa. Und Josette Rosa hat... Ui, der Boss. Ui, der arbeitet in der Mafia. Und sein Bruder ist kleiner Verbrecherkönig. Tja, da hat sich Josette ja mit interessanten Typen eingelassen. Mal sehen, was für Auswirkungen das dann noch in unserem Let's Play haben wird. Ja, oh, toll, wir sind ja mittlerweile schon ganz gut befreundet. Ja, tun wir uns ein bisschen mit Candy zusammen. Ah, haben wir ihn doch der Karriere gefragt? Nein, wissen wir noch nicht, wo er arbeitet. Brigitte. Aber Brigitte, ich unterhalte mich gerade mit den anderen beiden. Ah, er ist Entertainer. Ja, das passt zu seinem Outfit und Auftreten eh ganz gut. Oh, machen wir ihm noch ein Kompliment über die tolle Jogginghose, die er da trägt. Ja, ich finde Jogginghosen an sich ja richtig cool. Also so zum Daheimtragen. Ich trage gerade selbst eine, weil ja, ist bequem und auch so ein Schlabberpulli. Aber wenn ich wirklich vor die Haustür gehe, trage ich eigentlich keine Jogginghosen. Finde das meistens ein wenig komisch. Also auch wenn ich jetzt in die Uni fahre oder so, ich habe eigentlich immer normale schwarze Hose an. Aber wenn Leute gerne mit Jogginghose vor die Haustür gehen, ist das ja auch voll okay. So.
Dann beschleunigen wir hier mal ein wenig, dass der Abend voranschreitet. Oh, was für ein Level bist du? Du bei Tanzfähigkeit schon. Okay, Level 1. Ja. So. Bis Mitternacht bleiben können wir uns, glaube ich, noch leisten. Und danach werden wir dann nach Hause gehen. Oh, wir sind eh schon total müde. Nein. Dann werden wir uns gleich verabschieden. Und nach Hause durchstarten. Ach ja, übrigens, da fällt mir gerade ein, wegen nach Hause und Haus und so. Ich habe das Haus nicht ganz alleine gebaut. Also ich habe mir von der Galerie ein Haus runtergeladen, weil ich, ja, ich bin nicht so gut darin, Grundrisse zu gestalten und so. Und ich mag das nicht alles so kastenförmig haben, sondern finde, wenn ein bisschen Struktur drinnen ist. Und aus diesem Grund habe ich mir eben mal ein Haus runtergeladen, habe aber im Endeffekt sehr viel daran umgestaltet, weil die inneren Räume nicht gepasst haben. Es war kein zweiter Stock dabei. Das Dach haben wir dann komplett anders gemacht. Also wir bedeutet dann mein Freund und ich. Also wenn wir bauen, dann tun wir das meistens gemeinsam. Ja, noch ein bisschen Rührei mit Speck. Dann tun wir das meistens gemeinsam. Also Inneneinrichtung übernehme dann ich. Machst du gerade ein Selfie, während du Wasser trinkst auf der Toilette? Ja, gute Idee. Putz dir deine Zähne, das ist brav. Dann könntest du aufs Töpfchen gehen. Und... ja, du bist eigentlich gar nicht mehr so müde, aber... ach, geh trotzdem ins Bett. Ach, haben wir das jetzt nicht auf automatisch? So. Ja, Otto ist dein Rührei und... dann kannst du eigentlich auch ins Bett gehen. So, oder? Was kannst du? Ein Disco-Nickerchen. Das ist ja cool, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich versuche eigentlich... oh, Kendra hat schon wieder ihren Müll rumliegen lassen. Nein. Ich versuche, wenn ich Sims spiele, immer möglichst unterschiedliche... ach, und da das Glas hat sie auch hier abgestellt. Ich versuche, wenn ich Sims spiele, immer möglichst unterschiedliche Charaktereigenschaften zu haben. Ich finde das so einfach spannender. Man sollte keine Angst vor negativen Charakterzügen haben, deswegen versuche ich meistens mindestens einen negativen Charakterzug einzubauen. Einfach, es macht den Charakter an sich runder, interessanter, gibt ihm mehr Ecken und Kanten. Jetzt weiß ich wieder, warum, was ich vorher eigentlich erzählen wollte, wegen Ecken und Kanten. Ja, ja, also ich bin, wenn wir gemeinsam bauen, also eben mein Freund und ich, dann mache ich immer die Inneneinrichtung und er macht mein Außenhaus. Hallo? Warum? Warum bist du in mein Haus eingedrungen? Und oh mein Gott, willst du jetzt... oh! Er will, glaube ich, Jasper aussaugen. Oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert. Ich habe das immer gehört. Oh, oh mein Gott! Was tust du mit Jasper? Ja! Hilfe! Weißt du, Vladislaus, ich habe nie verstanden, was alle Menschen gegen dich haben. Aber jetzt, im Moment, kann ich das absolut... oh mein Gott! Nachvollziehen! Was tust du? Er wird jetzt sicher ein Vorurteil gegen Vampire haben. Oh Gott. Ich... bin pappsatt, das glaube ich gerne. Sieht immer wie Jasper aus. Oh.
aussieht. Ich bekomme keinen Tropfen mehr runter. Ich werde Jasper nicht verwandeln, aber er ist so köstlich, dass nur eine riesige Menge Knoblauch. Tut mir leid, ich kann gerade nicht lesen. Ich bin so geschockt. Mich nächstes Mal abhalten könnte. Ich komme zurück, wenn mir erneut der Sinn nach einem mitternächtlichen Snack steht. Oh mein Gott! Jasper? Kendra, steh mal auf. Und sieh dir an, was mit deinem Bruder da gerade passiert ist. Ernsthaft? Lachst du deinen Bruder gerade aus? Kendra! Das tut man nicht. Oh mein Gott. Es ist 5 Uhr. Jasper. Hilfe. Oh, das tut mir gerade voll leid. Nein, ich habe echt nie Probleme mit Vampiren bislang gehabt. Die sind nie in meine Häuser eingedrungen oder so, obwohl ich nirgendwo Knoblauch hatte. Deswegen habe ich auch die Vorurteile nicht verstanden. Aber jetzt, unter diesen Umständen, ja, leuchtet mir das irgendwie ein, dass man Vampire ungern bei sich selbst im Haus hat. Ja, dass du dich jetzt unwohl fühlst, kann ich verstehen. Weißt du, ich glaube, wenn ein fremder, komischer Vampir einen aussaugt, dann braucht man erstmal eine richtig, richtig anständige, intensive Dusche. Oh ja. Erfrisch dich unter der Dusche. Sieh zu, dass du diese eventuellen. Flecken wieder runter wäscht und ja, erhol dich vielleicht. Nach der Dusche könntest du auch noch so ein Disco-Nickerchen machen. Was ist eigentlich mit dir? Ach so, es ist erst 6 Uhr. Ich habe gedacht, es ist schon später. Ah, okay. Gott, ich bin immer noch so geschockt. So, du könntest doch mal duschen. Ah, oh, das habe ich, so, hab ich versehentlich abgebrochen, dass sie Hausaufgaben macht. Ja, ich zwinge meine Sims nicht dazu, dass sie Hausaufgaben machen. Weil. Ich weiß nicht. Sie machen es meistens eh freiwillig. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn, sie dazu zu zwingen. Ja. Und Kendra hat eh zum Beispiel keinen Bock. Ich finde das nämlich ein bisschen komisch, wenn alle Sims Einserschüler sind. Ich finde das total realistisch, dass sie unter Anführungszeichen nur ein Dreierschüler ist. Aber ja, ich glaube, das passt schon. Sie will schelmisch sein. Ja, wenn du mal schelmisch sein willst, könntest du dich ja mit Vladislaus anlegen. Und den ein bisschen verarschen. Denn der war echt gemein zu deinem Bruder. Oh, Jasper. Weißt du, die Welt meint es nicht gut mit dir. Ja, ruh dich aus, mach ein Nickerchen. Oh, ich mag diesen blauen Pulli total gern. Und, ja, okay, Schuhe im Bett, vielleicht nicht gerade das beste Wasser nehmen. Ja, am besten wir ins Krankenhaus fahren und nach einer Bluttransfusion fragen, denn Vladislaus hat dich fast komplett leer getrunken. Ja, Papa, danke, dass du das toll findest. Party. Naja, vielleicht als Ablenkung. Ja,
Ich glaube, als Ablenkung eine Party könnte ihm jetzt gut tun und wäre vielleicht auch wichtig, dass er diesen Schockmoment vergisst, nachdem er komplett ohne Vorwarnung von einem großen, bösen, kahlköpfigen Meistervampir leer getrunken wurde. Was auf dieser Party so passiert und wie das hier so läuft und ob er noch einmal von einem Vampir angefallen wird, sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Denn für heute werde ich mich verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dann. Ciao, ciao.